So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke. Wir sind wieder am Start mit dem Spületrend-Account. Und er hat ja 12 Kilometer Eier gehabt mittlerweile. Er hat auch 15 Brutmaschinen, glaube ich, gehabt. Keine super Brutmaschinen, aber normale Brutmaschinen, die blauen 15 Stück. Und ich hatte euch ja beim letzten Video gefragt, als aktueller Zwischenstand gezeigt war, soll ich mit dem auch mal ein Eierbrut-Video machen? Soll ich die Eier, die drauf sind, mal brüten? Und fast alle haben gesagt, ja, bitte mal ein Eiervideo damit. Ich wollte die Brutmaschinen eigentlich drauflassen für den Gewinner von dem Account, der dann später gesucht wird, wenn ich meinen normalen Account wieder habe. Aber wir werden jetzt einfach, weil die kannst du ja dreimal benutzen, es reicht jedes Mal für 12 Eier. Ich werde also dreimal 12 Kilometer Eier brüten in einer Folge. Dafür muss ich ein bisschen sammeln. Heute der erste Take. Das steht zwar 3, aber danach müssten nochmal 9 angezeigt werden. Wir drücken jetzt direkt mal drauf. Sternstück ist auch an. Mal gucken, ob der vielleicht sogar ein weibliches Molunk kriegt, was ja noch momentan relativ selten ist. Wir drücken also mal drauf. Das erste Ei schlüpft und es ist direkt ein Molunk. Es ist direkt ein Molunk und es ist Pokédex-Eintrag. Wenn es jetzt noch weiblich wäre, dann wäre das Krasseste, was je passiert ist. 7500 Staub. Ich muss das mal hochnehmen. Ich muss das mal in die Hand nehmen. Gladiandri müsste natürlich auch Pokédex-Eintrag sein. Der hat noch nie 12 Kilometer Eier gebrütet. Obwohl doch, vielleicht mit dem Unendlichen. Ich weiß es gerade nicht. 4800 Staub. Jetzt für dieses Gladiandri nochmal. Capuno. Auch neuer Pokédex-Eintrag. Also 12 Mal Pokédex-Eintrag in einem Video. 7500. Jetzt hat man natürlich den Rest schon gesehen, oder? Da war der Rest schon dabei. Egal, wir machen die nächsten 9 jetzt auch auf. 7500. Ist ein bisschen blöd gelaufen. Wir sehen hier, Name vergesse ich immer, Algit auch im Pokédex registriert. 6784 Staub, Algit Bonbons XL, alles dabei. Wir haben einen Zurukex, auch Pokédex-Eintrag, also bis jetzt 5-mal Pokédex-Eintrag hintereinander. 6001 Staub, kein XL-Bonbon. Gladiandri, kein Pokédex, aber 7659 Staub, das sieht auf jeden Fall gut aus. Ein Garnovil, das muss Pokédex-Eintrag sein, natürlich. Auch Garnovil hier, Pokédex-Eintrag, auch gebrütet, auch drauf bekommen mit seinen riesen Glubschaugen. 8724 Staub, ist glaube ich auch das meiste an Staub heute. Algit nochmal hinterher, 8400. Waren wir gerade bei 8,7? Ich weiß, 9000 irgendwas könnte man kriegen. Skalyk, sogar Skalyk ist Pokédex-Eintrag, hat er also auch noch nicht gehabt. Ich glaube wirklich, er hat bisher noch kein einziges 12er Ei gebrütet. Ich dachte, eins habe ich zwischendurch mal rausgeholt, aber weiß ich nicht, was da drin war. Pion Scorer jetzt hier auch 7243 noch mitgenommen. Und ein Absol mit auch Pokédex-Eintrag erstmal. Und 6961 Staub. Das war es sogar nicht, es ist sogar noch ein Ei da, nochmal ein Zurukex. Das dürfte jetzt aber theoretisch das letzte gewesen sein. 6102. So, wollen wir mal drauf gehen, wollen wir mal gucken. Und nein, die war noch nicht angezeigt. Das, was ihr hier unten seht, ist anderes Zeug. Das ist hier wirklich ab da gewesen und es ist ein männliches. Es ist ein männliches Molunk. Wir bewerten die jetzt mal durch und gucken, ob ein gutes dabei ist. 10, 10, 10. Ja, das hat, glaube ich, trotzdem keinen Wert aus Eiern. Wieso kommt das aus Budapest? Verstehe ich nicht. Eigentlich müsste alles aus Zaragoza sein. Aber irgendwie sind die unterschiedlich aufgenommen. Der Account hat bisher, der war nur in Zaragoza. Der war nicht mal in Hildburghausen, der war nirgendwo. Nur in Zaragoza. Verstehe ich jetzt nicht, wieso da zwei Budapester Eier dabei sind. Die haben sich einfach reingeschlichen. Trotzdem Molunk schon mal ein Highlight. Ich gucke, dass ich wieder 12 zusammenkriege.
So, willkommen zum zweiten Teil vom großen Eierbrüt-Video von Spületrennen. Ich habe wieder 12 Kilometer Eier gesammelt. Normalerweise wollte ich das ja alles drüben am PC in die einer Kulisse aufnehmen, das dann fix hintereinander machen. Bei uns ist heute aber gerade Montag, am Wochenende war das SummerSlam. Meine Tante, mein Onkel, meine Mutter sind gerade da, die gucken gerade den SummerSlam. Ich habe den gestern mit der Mama schon mal geguckt. Jetzt guckt die Tante und der Onkel auch nochmal. Und ich muss trotzdem nebenbei arbeiten und deswegen will ich jetzt hier diese Eier noch öffnen. Ich bin mal gespannt, ob ich es schaffe, bevor der Account dann verlost wird, noch eine dritte Fuhre zu holen, damit wir ein vollwertiges Eiervideo haben mit 3x12 Kilometer Eiern. Wir drücken jetzt hier drauf. Sternstück ist hoffentlich an. Es ist an, ich habe es angemacht. Wir haben ein Lavita im ersten Ei. 4800 Staub. 16 Bonbons, könnte man denken, das Sternstück ist nicht an, aber es ist an. Hier ist ein Gladiantri drin mit 6500 Staub, das ist schon ein bisschen mehr. Ich könnte natürlich, wenn die Eier aufgehen, direkt auf die Eier beim Öffnen nochmal drücken, dann würde das noch schneller gehen, aber dann geht das Video 10 Sekunden und man kann gar nicht mehr reden, man muss ja auch mal drauf reagieren, was überhaupt rauskommt. Eben noch ein Skorpion gebrütet, hier ein Molung. 7740 Staub, ist das vielleicht das Weibliche? Ihr wisst, das Weibliche ist auf jeden Fall mega selten bei Molung. 9600 Staub für das Absol. Noch ein Gladiantri. Ich weiß gar nicht, auf was ich mich hier freuen soll. Ich glaube, Molung, weibliches Molung auf dem Account wäre auf jeden Fall ein Highlight. Azuro-Keks für GBL vielleicht relevant, bisschen 4816 Bonbons. Weibliches Molung wäre auf jeden Fall Highlight, auch wenn derjenige sich das nur tauscht. Es gibt so viele, die auf dem Main-Account keinen Molung haben und immer fragen, hat jemand ein Molung? Hat jemand ein weibliches Molung? Mir fehlt der Pokédex-Eintrag, ich würde das so gerne haben. Noch ein Absol, dazwischen gab es ein Skalück, noch ein Gladiantri, was dann zum Cesaro wird. 6500 Staub oder so habe ich gerade noch gesehen, noch ein Skalück. Ich denke mal, das war's gleich. 8113 Staub. Pam Pam. Auf jeden Fall richtig cool. Ist auch Pokédex-Eintrag. Kriegst du nur aus dem 12-Kilometer-Ei, ja? Ich bitte dich. Wenn ihr beim Go-Fest wart, hättet ihr vielleicht so eins bekommen. Aber jetzt hier nur aus dem 12-Kilometer-Ei. Go-Fest? Was rede ich? Go-Fest? Gab es das beim GoFest? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall einen 100er gebrütet damals, habe mich mega gefreut. Wir bewerten mal ganz kurz, was wir hier haben. Das ist gut, ja. Das ist, ja, gut. Das ist auch gut. Hier gehen wir raus, gehen hier wieder rein, denn das Molung wollen wir als allerletztes uns angucken, ob das gut oder schlecht ist. Absol geht so, Gladiantri auch nicht. Zuro-Keks hat richtig gute Werte eigentlich. Angriff am wenigsten, was für GBL relevant wäre, aber ich glaube nicht so. Skalück nochmal hier, Absol, Gladiantri, Skalück, Pam Pam, auch fast das Schlechteste, was du überhaupt aus dem Ei kriegen kannst. Aber vielleicht haben wir Glück mit Molung und es ist ein männliches, kein weibliches, aber vielleicht ist es ein gutes und es ist auch schlecht, also egal. Egal, was wir uns angucken, das war nix. Ich versuche nochmal 12 zu sammeln und dann vielleicht Teil 3. So, und da bin ich zurück beim dritten Teil vom Eier-Video, vom Spületrend-Account. Das dritte Mal, die dritte Fuhre, wieder 12 Kilometer Eier. Das ist das erste und letzte Eier-Video vom Spületrend-Account. Ich müsste mittlerweile meinen Account nämlich zurückhaben und den zur Verlosung freigegeben haben. Ihr seht aber jetzt dann, was der für Eier gebrütet hat. Ich habe jetzt eben nachträglich fix mit einem anderen Account bin ich schnell rein, habe ein Sternstück angemacht. Ich habe aber keine Ahnung, ob das Sternstück noch dazu zählt. Wir haben jetzt hier Garnovil bekommen mit 5200 Bonbons. Wir haben ein Molung, jetzt die Möglichkeit trotzdem noch ein weibliches zu kriegen mit 3400 Staub. Ich glaube, das Sternstück zählt nicht dazu. Schade, dann ist das jetzt umsonst an. Gladiantri mit 4853. Ein Pam Pam ist immer gut, Bonbons da nochmal mitzunehmen. 3800.
Denn die 12 Eier haben mir angezeigt, ich bin schnell über einen anderen Account, habe ich mich mit einem anderen Handy habe ich mich angemeldet, fix, bin schnell rüber auf Items, habe das Sternstück noch angemacht und dachte, wenn ich jetzt hier drücke, das zählt noch, aber es zählt nicht. Noch ein Gladiandri, 5000, dazwischen war, glaube ich, noch ein Pam-Pam. War es ein Pam-Pam? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Noch ein Pam-Pam. Die Pam-Pam Edition, 3200 Staub, auch bei dem jetzt. Noch ein Gladiandri, also ziemlich abwechslungsreich, könnte man schon sagen, 3200. Ja, das wären halt Gladiandri und Pam-Pam. Ich glaube, Gladiandri hat die Weltherrschaft an sich gerissen hier. So viele Gladiandri-Bonbons. Noch ein Pam-Pam, es ist... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. 6400, das wäre also ein 9000er gewesen. Das wäre richtig krass. Absol. Absol bringt hier absolut Abwechslung rein mit 4298 Staub. Und einem Zuru-Keks. Ist das der Abschluss? Das ist der Abschluss. Ein Molunk ist dabei gewesen. Wir haben 1, 2, 3, 4 Pam-Pam und wir haben 4 Gladiandri. Das sind 8, 9, 10, 11, 12. Wir gucken mal ganz kurz auf das Garnovil, bewerten das. Das ist schlecht. Junge, ich will nicht da drauf, ich will hier rüber. Das Molunk lassen wir aus. Wir testen kurz mal Gladiandri an. Pam-Pam. Gladiandri, Pam-Pam, Gladiandri, Pam-Pam. Das passt zwar gerade alles nicht, was ich sage, aber leider kein 100er dabei. Wir haben jetzt immer noch die Möglichkeit, bei Molunk zu gucken, ist es ein weibliches? Es ist ein männliches natürlich, aber was sagt uns die Bewertung? Es ist, ja, es hat wenigstens 3 Sterne, sagen wir es mal so. So, die Dinger sind leer, das war's. Hier seht ihr, dass das gar nicht gezählt hat. Egal, hat halt der Gewinner von dem Account dann noch ein Sternstück mehr. Das waren die Eier, das waren die 12 Kilometer Eier. Und ihr werdet sehen mit meinem Account, wenn er zurück ist, da wird sich auf jeden Fall einiges ändern. Bestimmte Sachen sind nicht mehr da, werden nicht mehr gemacht und andere wie auch immer. Mal gucken, wie sich das verändert, was ich euch noch bieten kann, dass trotzdem mit meinem Account viel gemacht wird. Das hier, der war egal, das war nur so zum Spaß, zum Übergang, deswegen hat er auch richtig krass gelevelt. Du konntest jetzt alles da rauslassen, die Sau rauslassen bei dem Account. Und so viel Spaß wirst du mit deinem nie wieder haben dürfen. Aber trotzdem, der ist so wertvoll, als dass der wegfliegt. Wenn der jetzt gesperrt worden wäre in der Zeit, wäre es auch egal. Das war's von meiner Seite aus. Habt ihr schon ein weibliches Molunk? Habt ihr irgendwas in den 12er Eiern, was ihr noch unbedingt braucht? Was ist euer Ziel in den 12er Eiern? Oder sagt ihr, die 12er Eier müssen mal wieder durchgewechselt werden? Wir brauchen neue Pokémon in den 12er Eiern. Dann schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.